viele sich in dir geregt, um nicht zu sagen revoltiert hatten, denn sie widersprachen deiner Vernunft. So wie ich, da wir ja wussten, was wir meinten, dafür bedurften wir keiner Worte. So wie du nach dem Öffnen der Tasche wusstest, so wie ich und wie wir es doch schon so lange wissen, es bereits wussten, als wir uns das erste Mal sahen, dass nun alles vorbei sein würde und doch nicht enden konnte. Als ich die Treppen wieder hinabstieg, nachdem nun das Gewicht deiner schwarzen Tasche nicht mehr auf meinen Schultern ruhte und nur mehr der Abdruck des Leders von ihr zeugte, glaubte ich, die stets offene Eingangstür zu deinem Wohnhaus aufschwingen zu hören. Das Wohnhaus, in dem ich mich befand, aber nicht in deiner Wohnung, dazu hatte ich keinen Schlüssel und konnte deshalb auch nicht zu dir eindringen. Und ich konnte das quälende Pochen in meiner Brust nicht mehr der körperlichen Anstrengung des Hinaufsteigens zusprechen, sodass ich taumelnd auf das Erscheinen des Gesichtes, dieses, das ich so gut kannte, mit den schönen Lippen, die mich zu wenig geküsst hatten, am Treppenabsatz wartete, um diesen überraschten Gesichtsausdruck zu erblicken. Wenn nur es meiner gewahr werden würde, dann würdest du nicht deine Wohnungstür aufschließen, um Kaffee zu kochen, mit noch nüchternen Magen. Denn da stände ja ich, und du würdest abwechselnd mich und die Tasche auf der runden Türschnalle betrachten, würdest wissen, was das zu bedeuten hatte, und dann, nachdem dein Blick einige Male zwischen mir und der Tasche hin und her gependelt war, deine Augen auf meinen Zügen ruhen lassen. Und weil mir mein Herzklopfen unerträglich geworden wäre, würde ich mich vergessen, die Tasche vergessen und dich vergessen, in meine Arme schließen wollen, auf den Stiegen. Egal wo, ich wollte dich immer mir nahe wissen, um deine Lippen zu küssen, die sich stets so rar machten. Du würdest deine Wohnungstür sachte oder energisch und ungeduldig aufsperren und wir würden, ohne die Tasche am Türknopf zu beachten, ins Innere vordringen. Ich würde dann bei dir eindringen können, um uns unverzüglich und stumm in dein Schlafzimmer zu begeben. Das Schlafzimmer, in dem vor 14 Tagen meine Wäsche verstreut lag, um dort kein Wort zu sprechen, denn die Wörter müssten draußen vor der Türe warten, sondern nur um Wäsche zu verstreuen und das lustvolle Wäsche verstreuen über den Fußboden, sodass dem unsteten Pochen in unserer beider Brust Genüge getan würde und wir würden keine Ausreden für die gesteigerte Herzfrequenz suchen, denn die offensichtliche Erklärung wäre uns die liebste. Die Schritte vom Haustor pochten und mussten sich nun so weit angenähert haben, sodass ich dein Gesicht bald erblicken sollte. Aber da, am anderen Ende des Treppenabsatzes, erscheint nun dein Gesicht, das ich so oft ersehnt hatte, das viel geküsste, nicht. Also war es doch nur der Wind. So sollte es enden, denn es war meine Fantasie, die mir einen Streich gespielt hatte. Und mein Wunsch hatte das Öffnen der Türe dir zuschreiben lassen. Täuschung, das Aufschwingen und das Pochen in meiner Brust, nicht in deiner, so und nicht anders.